Hattest du schon einmal die Gelegenheit, auf die Südhalbkugel unserer Erde zu kommen? Wenn ja, dann musst du unbedingt einmal einen möglichst dunklen Ort aufsuchen und in den Himmel hinaufschauen. Es ist ein atemberaubender Sternenhimmel, der sich da eröffnet. Man kann fast gar nicht mehr aufhören, dort hineinzuschauen. Wusstest du, dass im für uns sichtbaren Universum etwa so viele Sterne sind, wie es in der ganzen Sahara Sandkörner gibt? Das ist echt stark, oder? Unser Predigttext für heute beginnt auch mit einem Blick nach oben zu den Sternen. Jesaja richtet sich damit an die Israeliten, denen alles genommen wurde, was sie hatten und was sie als Volk ausmachte. Die Babylonier hatten die Israeliten militärisch überrannt. In den Klageliedern bekommen wir einen Eindruck davon, wie hart das Volk Israel getroffen war. Es gab unzählige Todesopfer, furchtbarer Hunger herrschte, Frauen wurden geschändet, die Stadtmauer, der Palast, der Tempel wurden zerstört. Somit war ihnen auch der Zugang zu Gott genommen. Das Land war schutzlos den Feinden ausgeliefert. Bittere Armut und hohe Steuern waren jetzt die neue Realität. Und fast das ganze Volk wurde zur Zwangsarbeit nach Babylonien verschleppt. Was Israel hier erlebte, ist mehr als nur eine schlimme Krise. Es ist eine wahre Katastrophe. Sie erlebten quasi ihren eigenen Untergang. Kein Wunder, dass sie da die Köpfe hängen ließen und sich von Gott vergessen und verlassen fühlten und keinen Blick mehr für Gottes Macht oder für seine Zusagen hatten. Wo war Gott in dieser ganzen Zeit? Und wenn da ein Gott war, ja, dann musste er sie wohl vergessen und verlassen haben. Oder eine andere Möglichkeit wäre, dass Gott den Gottheiten der Babyloner unterlegen war. Wie sonst sollte man sich all das, was passiert ist und dieses schwere Leid erklären? Und genau diesen zermürbenden Zweifeln und Fragen der Israeliten wendet sich Gott in unserem heutigen Predigttext zu. Ich lese aus Jesaja 40 die Verse 26 bis 31 und ich lese nach der Hoffnung für alle. Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde, auch der entferntesten Länder, auch die hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Vier mutmachende Gedanken sprechen mich in diesem Abschnitt besonders an. Der erste Gedanke ist, Gott ist der Herr der ganzen Schöpfung. Das zweite ist, Gott hat dich nicht vergessen. Das dritte, Gott hat Kraft und er gibt Kraft. Und der vierte Gedanke ist, wer Gott vertraut, der ist echt stark. Zum ersten Gedanken, Gott ist der Herr der ganzen Schöpfung. Warum lässt Gott die Israeliten hier in den Sternenhimmel schauen? Weil es ihrer geschundenen Seele vielleicht gut tut? In Namibia haben wir oft erlebt, dass es Leuten, die in so einer Burnout-Situation waren, wirklich gut getan hat, in die unendlichen Weiten dieses Landes oder eben auch in den Sternenhimmel zu schauen.
Einer sagte mal, meine großen und übermächtigen Probleme wurden in dieser endlosen Weite plötzlich viel kleiner. Gottes Schöpfung ist echte Therapie für die Seele. Aber für die Israeliten war der Blick in die Sterne alles andere als heilsam. Denn dort am Sternenhimmel sahen sie die vielen Gottheiten der Babylonier. Denn die Babylonier ordneten ihren Göttern jeweils Himmelskörper zu, Sonne, Mond, Planeten und Sterne. Das waren ihre Götter. Und wenn die Israeliten also hoch in den Himmel schauten, dann sahen sie dort die Übermacht der babylonischen Gottheiten. Sie sahen also ihre eigene Niederlage und ihre leidvolle Situation da oben bei den Sternen. Obwohl wir heute aufgeklärte Menschen sind, spielen Astrologie und Horoskope noch immer eine erstaunlich große Rolle. Aber selbst wenn wir sowas nicht glauben, trotzdem gibt es auch in unserem Leben Dinge, die wir als übermächtig erleben. Was für Dinge sind das in deinem Leben? Aktuell scheint dieses kleine Coronavirus übermächtig zu sein und hält die ganze Welt in Atem. Aber es können auch ganz andere Dinge sein, die durch Corona so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es können zum Beispiel auch die Sorge um deine Kinder sein, die so ein ganz anderes Leben führen, als du es dir vielleicht gewünscht hättest. Vielleicht leidest du aber auch unter einer Krankheit oder einer Behinderung, die irgendwie alle Bereiche deines Lebens beherrscht. Vielleicht holen dich aber auch alte Verletzungen ein oder Enttäuschungen. Und du kannst einfach nicht frei aufleben, nicht wieder neu vertrauen oder, wo es dran ist, auch verzeihen. Oder du kämpfst schon dein ganzes Leben lang mit schwierigen Prägungen, schwierigen Charakterzügen oder Neigungen, die du eigentlich gern ändern würdest, aber die dich irgendwie fest im Griff haben und dir das Leben so schwer machen. Vielleicht steckst du aber auch schon dein ganzes Leben lang in Schulden und kommst finanziell irgendwie nie auf einen grünen Zweig. Auch das kann zu einer unerträglichen Übermacht im Leben werden. Es könnte aber auch Trauer sein. Trauer um einen Menschen oder auch um eine verlorene Zeit in deinem Leben. Beides kann man so schmerzlich vermissen, dass man den Eindruck gewinnt, nie wieder glücklich sein zu können. Das sind nur ein paar Beispiele von Dingen, die bei uns heute übermächtig werden können und uns das Leben echt zur Hölle machen können. Was sagt Gott nun zu Israel? Gott sagt, blickt nach oben. Schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Gott sagt also mit anderen Worten, für mich gibt's nichts, was übermächtig ist. Ich habe alles geschaffen, alles gehört mir und alles untersteht mir. Guckt euch mal die Sterne an, diese übermächtigen babylonischen Gottheiten, die euch in die Knie gezwungen haben sollen. Ich muss nur einmal rufen und sie tanzen an, wie Soldaten, wenn der Heerführer zum Appell ruft. Kein einziger wird es wagen, fern zu bleiben, denn sie alle unterstehen mir. Das war damals bei den Israeliten. Was müsste Gott in deiner Situation heute dir sagen? Vielleicht diesen Satz, den Jesus sagte, seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Oder vielleicht müsste Gott dir irgendein Bild aus der Mikrobiologie geben, das dir klar macht, dass letztlich auch dieses übermächtige Virus nicht über Gott steht.
Oder müsste Gott dir in Erinnerung rufen, wie Jesus den Besessenen von einer Legion böser Geister befreite, um dich endlich davon zu überzeugen, dass er dann erst recht mit deinen schwierigen Neigungen auch fertig werden wird? In jedem Fall brauchen wir in unseren Kämpfen, Krisen und Herausforderungen eine neue Blickrichtung. Wenn wir die Köpfe hängen lassen, dann ruft Gott uns zu, seht in die Höhe. Seht, dass ich alles geschaffen habe und dass ich allein der Übermächtige bin. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Gott ist und bleibt in all unseren Krisen, Kämpfen und Katastrophen der Mächtige. Aber warum ändert sich dann nichts? Kann es sein, dass wir ihm vielleicht egal sind? Er ist zwar der Mächtige, aber trotzdem greift er nicht ein. Hat er uns vergessen? Oder sieht er unser Leid irgendwie nicht? Begreift er es nicht, wie schlecht es uns geht? Gottes Antwort auf diese Fragen sind die Verse 27 und 28. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht fühlst du dich auch von Gott vergessen oder übersehen und hast den Eindruck, dass es Gott völlig wurscht ist, was du zu erleiden hast. Dem widerspricht Gott hier ganz entschieden. Er ist der ewige Gott. Das heißt, dass er jede Zeit umfasst und absolut immer präsent ist. Wörtlich steht hier, dass er der Schöpfer der Enden der Erde ist. Es gibt also auf der ganzen Welt, auch an den Enden der Erde, gibt es keinen Ort, den Gott übersehen könnte. Gott ist also sowohl zeitlich als auch geografisch immer ganz da. Zu jeder Zeit und an jedem Ort ist er da. Und Gott ist auch nicht irgendwie verträumt, sodass er irgendwie verpennen könnte, wenn es uns schlecht geht. Nein, Gott wird weder müde noch kraftlos, sagt Jesaja. Und er ist auch mental nicht irgendwie unfähig, unsere Probleme zu verstehen. Im Gegenteil, seine Weisheit ist unendlich tief, heißt es hier. Unergründlich ist seine Einsicht. Du kannst dir also absolut sicher sein, Gott hat dich nicht vergessen. Auch wenn du manchmal vielleicht den Eindruck haben solltest, Gott ist ganz da, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Mit seiner ganzen Kraft und mit seiner ganzen Weisheit. Doch was nützt mir all das, wenn es mir dann trotzdem schlecht geht? Da kommen wir zum dritten Punkt. Gott hat Kraft und er gibt Kraft. Im Vers 29 heißt es nämlich weiter, den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Gott will dich also in deiner Situation stärken. Er will sich in seiner endlosen Kraft nicht selbst genießen. Nein, er schenkt den Erschöpften neue Kraft. Er macht den Schwachen stark. Gott will uns Anteil geben an seiner Schöpferkraft, mit der er Himmel und Erde gemacht hat und alles, was darauf lebt. Ist das nicht eine unfassbar große Zusage? Aber was bedeutet diese Zusage jetzt? Wird alles so wie früher? Gibt Gott uns unsere Kraft wieder zurück, die wir verloren haben? Bekommen wir unsere Situation jetzt wieder in den Griff? Ich glaube, dass es Gott in diesen Versen um etwas anderes geht. Im Vers 30 sagt er nämlich, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos,
Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Junge Menschen und starke Männer, die strotzen nur so vor Kraft und sind der Inbegriff eines glücklichen, gesunden und selbstbestimmten Lebens. Ewige Jugend, das ist schon immer der Traum der Menschheit. Und zwar nicht nur in den Märchen, sondern auch in der wissenschaftlichen Forschung und in unserer modernen Gesellschaft. Wir wollen nicht alt und schwach werden oder krank oder ausgeliefert. Aber Gott hat uns mehr zu geben als nur unsere menschliche Stärke. Denn er weiß und er erlebt es auch ständig, dass gerade die starken Menschen mit ihrer Kraft nicht weit kommen, sondern stolpern, straucheln und stürzen und scheitern. Und im abschließenden vierten Punkt hören wir, wer echt stark ist. Ich habe ihn mal so überschrieben, den vierten Punkt, wer Gott vertraut, ist echt stark. Junge und starke Menschen stolpern und fallen, haben wir gerade im Vers 30 gehört. Und der Vers 31 heißt nun, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und jetzt müssen wir mal bedenken, zu welchem Zeitpunkt Jesaja diese Zusage aufgeschrieben hat. Es war noch bevor die Katastrophe eingetreten ist. Gott wollte seinem Volk von Anfang an diese Zusage machen. Ja, das Volk hat sich schwere Schuld aufgeladen und ist Gott untreu geworden. Und ja, das hatte schlimme Folgen, wo Menschen Gott die Kontrolle entziehen und der Sünde Raum geben, da läuft das Leben aus dem Ruder. Babylonien, ein Volk, das nicht nach Gott fragte, übte jetzt eine schreckliche Gewaltherrschaft über Israel aus. Und daran änderte sich 70 Jahre lang nichts. Trotzdem war es Gott wichtig, von Anfang an diese Zusage zu machen, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt, der bekommt neue Kraft. Doch was nützt diese Zusage, wenn sich 70 Jahre lang nichts ändert? Die meisten sind mit dieser Zusage gestorben, ohne dass sie irgendeine Veränderung der Umstände erlebt hätten. Was bringt das? Ist das nicht sogar zynisch von Gott? Nein, es bringt eine ganze Menge. Ich meine, wir leben in einer Welt, die von den Folgen der Ablösung von Gott gekennzeichnet ist. Leid und Ungerechtigkeit, Katastrophen, Unglücke sind an der Tagesordnung. Die Sünde zerstört diese Welt, auch meine Sünde. Und wir leben mitten in dieser gezeichneten Welt. Und auch als Christen, auch als Nachfolger Jesu leiden wir an dieser Welt, trotz der vielen Zusagen Gottes. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank schenkt er auch Wunder und lindert manches Leid. Aber meistens geht es uns eigentlich wie den verschleppten Israeliten damals. Trotz Gottes Verheißung leiden wir unser ganzes Leben lang an dieser Welt. Aber Gott sagt uns heute in dem Predigttext zu, dass er uns Kraft geben wird, an dieser Welt zu leiden und trotzdem Aufwind zu erleben, wie so ein Adler mit starken Schwingen. Und trotzdem vorwärts zu kommen. Trotz Schwäche und Leid werden wir nicht zerbrechen, sondern in Gottes Kraft einen Weg finden und den dann auch gehen. Das ist Gottes Zusage an alle, die ihr Vertrauen und ihre Hoffnung auf Gott setzen. Und das größte Vorbild dabei ist Gott selbst, nämlich in Jesus Christus. Jesus hatte auch die Zusage Gottes, das Versprechen, dass Gott ihm Ehre und vollkommenes Glück geben würde und dass durch ihn die ganze Welt gerettet würde, wenn er Gott Vertrauen und den vollen Gehorsam schenken würde.
Aber stattdessen wurde er von der Welt, die er retten sollte, verspottet, ausgepeitscht und an ein Kreuz genagelt. Doch weil Jesus den Zusagen Gottes voll vertraute, erduldete er all das. Und er bekam von Gott die Kraft dazu, sogar noch ganz am Schluss sagen zu können: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Bis zum letzten Atemzug vertraute Jesus ganz dem Vater und seinen Zusagen. Hat ihm das was gebracht? Ja, toll, er bekam von Gott die Kraft, um wie so ein Versager und ein Schwächling am Kreuz zu sterben. Jesus war tot. Was nützt ihm da die Zusage, wer auf mich hofft, bekommt neue Kraft und ihm werden Schwingen wachsen wie einem Adler. Er wird laufen und nicht müde werden. Was nützt das? Wo ist nun diese göttliche Kraft? An Ostern haben wir diese Kraft gefeiert. Es ist die Auferstehungskraft Gottes. Und nichts Geringeres verspricht Gott uns. Mitten in unseren Herausforderungen, in unserem Leid, in unseren Kämpfen und in unseren Sorgen. Gott will uns mit all dem, mit seiner Auferstehungskraft ausstatten. Was auch passiert, wer sein Vertrauen auf diesen Gott setzt, der wird nicht untergehen, sondern immer wieder aufstehen, neuen Aufwind bekommen und vorwärts gehen. Gott wird dich ans Ziel bringen. Natürlich wünsche ich mir aber, dass sich meine schwierigen Umstände ändern. Ja, ich wünsche mir, dass Corona bald fertig ist oder dass jahrzehntealte Wunden doch noch heilen, dass Gott Menschen gesund macht oder dass er Menschen einen Ausweg aus der Schuldenfalle oder anderen Sorgen gibt, was auch immer gerade dein Thema ist. Aber wichtiger als all das ist unser Vertrauen auf Gott. Denn wenn wir ihm vertrauen, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, dann sind wir echt stark. Und Paulus bezeugt das auch aus eigener Erfahrung. In 2. Korinther 12, Vers 9 sagt er, und damit möchte ich auch meine Predigt beenden, in 2. Korinther 12, Vers 9 sagt er: Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Amen.